In einem weit entfernten Land ist zwischen zwei flachen Hügeln ein Dorf gelegen. Eines Tages ist dort ein seltsamer Vogel aufgetaucht. Von dann an war in diesem Dorf nichts mehr sicher gewesen. Alles, was die Dorfbewohner auf den Feldern angepflanzt haben, ist am nächsten Tag schon wieder verschwunden gewesen. Jeden Morgen hat es weniger Schafe gehabt, weniger Geissen gegeben und auch weniger Hühner. Ja, sogar tagsüber, während die Leute auf dem Land gearbeitet haben, ist der riesige Vogel gekommen, ist in ihre Lagerhäuser und Kornspeicher eingebrochen und hat ihnen die Wintervorräte gestohlen. Die Dorfbewohner haben zuerst Zähne knirscht, dann haben sie angefangen zu klagen, weil jetzt hat Not geherrscht. Niemand, nicht einmal der tapferste Held vom Dorf, hat dem Vogel habhaft werden. Er war einfach zu schnell für die Menschen. Kaum, dass sie ihn einmal überhaupt gesehen hätten. Meistens haben sie nur sein Rauschen von seinen mächtigen Schwingen gehört, wenn er sich in der Krone von der uralten Steineibe unter dem dichten Laubwerk niedergelassen hat. Der Dorfvorsteher hat sich die Haare ausgerissen vor Verzweiflung. Eines Tages, nachdem der Vogel auch ihm das Vieh und die Wintervorräte plündert hatte, hat er den älteren Mannen vom Dorf befohlen, dass sie ihre Biele und Buschmesser müssen schärfen und geschlossen gegen den Vogel sollen vorgehen. Fällt den Baum, das ist das Einzige, was noch hilft, hat er gesagt. Mit blank gewetzten Biele und Buschmesser bewaffnet, haben sich also die älteren Männer vom Dorf dem Baum genähert. Die ersten Schläge waren wuchtig und haben den Baum tief ins Mark getroffen. Er ist erzittert und aus dem dichten Laub von seiner Krone ist der seltsam und geheimnisvoll Vogel aufgetaucht. Er hat ein honigsüßes Lied angefangen singen. Es ist dem Mann tief ins Herz hinein und hat sie berührt. Und es hat erzählt von fabelhaften, fernen Sachen, die nie werden wiederkehren. So betörend ist der Klang von dem Vogel gsi, dass die Männer einen nach dem anderen ihre Biele und Buschmesser haben lassen, auf die Knie gesunken sind und sehnsüchtig und mit wehmutsvollen Blicken zu dem Vogel aufgestarrt haben, wo da in seiner ganzen farbenfrohen Pracht für sie gesungen hat. Den Männern sind die Hände schwach geworden, ihre Herzen sind weich geworden. Nein, haben sie gedacht, so ein schöner Vogel könnte doch nie so viel Schaden und Zerstörung anrichten. Und wo dann die Sonne langsam rot geworden ist und im Westen untergegangen ist, sie sind wie Nachtwandler zurück ins Dorf gewankt und haben dem Dorfvorsteher gesagt, nichts, aber auch gar nichts können sie dazu bewegen, dem Vogel irgendein Leid anzutun. Da ist der Dorfvorsteher natürlich sehr geärgert gewesen. Ja, wenn es die alten Männer nicht können, dann müssen wir halt die jungen Männer fragen. Sollen wir die helfen? Hat er gesagt. Die jungen Burschen sollen die Macht von dem Vogel brechen. Und so ist am nächsten Morgen der Dorfvorsteher zu den jungen Männern, hat sie die Biele und die Buschmesser schleifen und hat sie auf den Weg zum Baum geschickt. Die ersten Schläge waren wieder wuchtig und haben den Stamm tief ins Mark getroffen. Und genau wie am Tag voran hat auf eine höchst wundersame Weise das Lied durch die Hügel geschallt. Ganz betört haben die jungen Männer dem Lied zugelauscht, wo ihnen von Liebe und von Tapferkeit und von heldenhaften Taten erzählt hat, die auf sie gewartet haben. Der Vogel kann einfach nicht schlecht sein, haben sie gedacht. Der Vogel kann nicht bösartig sein. Die jungen Männer sind die Arme schwach geworden, die Biele und die Buschmesser sind von ihren Händen entglitten, sie sind hergeknäulet, wie vor ihnen die älteren Männer, und haben dem Gesang vom Vogel mit Verzückung zugelassen. Wo es hat davon dunkeln, sind sie ganz verwirrt zum Dorfvorsteher zurückgetaumelt.
In den Ohren hat immer noch der betörende Gesang von dem geheimnisvollen Vogel nachgeklungen. Es ist ja unmöglich, hat der Dorfvorsteher gesagt. Niemand vermag dieser Zauberkraft von diesem Vogel zu widerstehen. Der Dorfvorsteher war richtig wütig. Jetzt bleiben wir nur noch King, hat er gesagt. Kinder hören nämlich genau zu. Und ihr Blick ist klar, ich werde mit den Kindern gegen den Vogel vorgehen. Am nächsten Morgen also sind die Kinder vom Stamm unter der Führung vom Dorfvorsteher zu dem Baum gegangen, wo der seltsame Vogel drauf gehockt ist. Sobald sie auf den Stamm eingehackt haben, hat sich auch wieder das Laubdach geöffnet und der Vogel ist erschienen. Doch die Kinder haben nicht nach oben geschaut. Ihre Blicke sind auf die Biele und auf die Buschmesser in ihren Händen gerichtet geblieben. Und sie haben gehackt, gehackt und gehackt zum Rhythmus von ihrer eigenen Musik. Der Vogel hat davon singen und der Vorsteher hat schon gehört, dass der Gesang von einzigartiger Schönheit ist und er hat gemerkt, wie ihm die Hände schwach werden. Aber die Ohren der Kinder haben nichts vernommen als das eintönige, regelmässige Schlagen von ihren Bielen und von ihren Buschmessern. Und der Vogel hat noch betörender angefangen zu singen. Aber die Kinder haben gehackt und gehackt und gehackt immer weiter. Schliesslich hat der Stamm angefangen zu ächzen und ist zerborsten. Der Baum ist zu Boden gestürzt und mit ihm ist der seltsame Vogel oben runtergefallen. Der Vorsteher hat den Vogel gefunden, wie er auf dem Boden liegt. Erschlagen vom Gewicht von Est. Jetzt sind von überall her die Menschen hergeilet. Die kampferprobten älteren Männer und auch die jungen, starken Männer haben nicht können glauben, was die Kinder mit ihren dürren Ärmchen vollbracht haben. An diesem Abend hat der Dorfvorsteher ein grosses Fest feiern und die Kinder für die glanzvolle Tat zu belohnen. Er ist vor die Leute hergestanden und hat gesagt, «Dir seid die Einzigen, die genau herhören können und einen klaren Blick haben. Dir seid die Augen und die Ohren von unserem Stamm.» Aus dem Buch von Nelson Mandela, meine afrikanischen Lieblingsmärchen.